Und somit ein herzliches Willkommen hier zu Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Luzi und wir sind hier letztes Mal stehen geblieben bei der, die Seherin oder so. Und haben da ein bisschen mit unseren Problemen zu kämpfen gehabt und so einen komischen Trank zu uns genommen. Und haben uns dann in so einer quasi, ja, in so einem Traum wieder gesehen. Und wir sind jetzt wieder zurück hier im Dorf. Und folgen unserer Hauptquest Familienangelegenheiten, sprich mit Randvi. Und ich würde sagen, da schnacken wir nicht lange. Huch, sorry. Und gehen da mal rein. Sie sollten jetzt fertig sein. Der König hat seinen besten Met verlangt, also sind die Gespräche vorbei. Du solltest jetzt eintreten können. Gut. Ich spreche mit ihm. Ich bin bereit, mich dem Gewitter zu stellen. Auf zum König. Ausgezeichnet, König Styrbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die... Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. Eivor, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken, im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun, doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg? Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Tja, gute Frage. Haben wir denn keine Verbündeten eigentlich? Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eivor. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle an dir, Eivor. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, hätte ich nie solch eine Respektlosigkeit von einem Sohn Varins erwartet. Dein Vater war ein guter Mann, gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt, an deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann... Oh, oh. Sigurd ist zurück. Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Okay, ich dachte schon Krieg oder so. Gut, Quest abgeschlossen. Familienangelegenheiten. Neue Quest, die Rückkehr des Prinzen. Ja, geil. Dann gehen wir mal zum Prinzen, zu unserem Guten, den wir auch im Traum gesehen haben, der den Arm verloren hat und dann gestorben ist, glaube ich. Und ich spiele, by the way, ab heute tatsächlich mit Controller, ne? Ich glaube, es ist besser mit Controller, das Game. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Seid vorsichtig damit! Eivor! Sigurd! Oh, sieh dich an, in Blut getränkt, Dränger. Hast du ohne mich Krieg geführt? Oh, und du, salzgegerbter Wikinger. Ich rieche den Gestank von dutzenden Königreichen in deinem Bart. Das ist erst der Anfang. Randvi, geliebtes Weib, dein Gatte ist zurück. Mit Geschenken
und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, Basim und Haitham. In Miklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Sigurd für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Elber, spar dir die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich gehe zu Vater und berichte ihm alles. Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Sie sagten uns, Eivor Wolfsmal wäre von Kjötvis Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meinen Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kjötvi aus unseren Landen vertreiben. Er sieht das anders. Ich weiß, ich weiß. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Versprochen. Bis zum Ende des Winters wird der Name Kjötvis des Grausamen nur noch ein Fluch auf den Lippen Betrunkener sein. Ja, ich hoffe es, mein Guter. Okay. Mein Sohn, willkommen zu Hause. Ach, Vater. Heute Abend feiern wir deine Rückkehr mit einem Festmahl, Sigurd. Die Tische sind gedeckt mit Gerste und Lamm, Brot und Met. Und sonst nichts, ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ehrt. Ich bringe Gaben und Geschichten aus fernen Ländern. Nach 2 Wintern auf See habe ich beides im Überfluss. Wohl an. Komm herein. Und wenn wir fett und zufrieden sind, Vater, sprechen wir über Kjötvi und seinen Clan. Und wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Er hetzt uns schon zu lange. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Wir glitten die Wolga hinab durch Gardariki, raubten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. In Miklagard sahen wir Männer behangen mit Reichtümern, so leuchtend wie Bifröst selbst. Die nahmen wir für unsere Mühen mit, versteht's? Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit, ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück, mit Rom und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Drängier zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ihr wünscht. Denn dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Morgen beginnt der Rabenclan von vorn. Skoll, Sigurd! Skoll! Skoll! Eivor, komm! Ich habe etwas Besonderes für dich. Was denn, Bruder? Es gibt noch andere, mit denen du sprechen solltest. Sprich mit Sigurd. Und mit anderen. Mit der Frau vielleicht. Randvi. Eivor, hast du Valka einen Besuch abgestattet? Hab ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann wieder zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. 3 Winter sind wir verheiratet und 2 davon war er fort. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Metatem. Hätten nur alle so viel Glück. Alles klar, Mann. So, können wir noch hier mit dem König sprechen, oder was? Sigurd hat den Ruf dieses Clans in ungeahnte Höhen getrieben, Herr. Wir hätten uns keine glücklichere Heimkehr wünschen können. Oh doch, das hätten wir. Wäre Sigurd die letzten beiden Winter hier in Fornberg gewesen und hätte unsere Lande verteidigt, wären wir Kjötvi vielleicht schon los. Du sagst immer, wir brauchen mehr Krieger, um gegen Kjötvi zu kämpfen. Dafür brauchen wir Reichtum. Und den hat Sigurd uns nun gebracht. Mit dem Reichtum, den er bringt, kann man kein Heer kaufen. Er zögert unser Ende nur hinaus. Du sprichst wie ein Mann, der schon mit einem Fuß in Helheim steht. Hast du denn keinen Plan, wie wir dieses Land von unserem Feind befreien? Oder obliegt es Sigurd und mir?
Einen Plan habe ich. Doch es obliegt Sigurd und dir, ihn anzunehmen. Und ich brauche dein Wort, dass du das tun wirst. Wenn du es so befiehlst, mein König, dann ist es so. Meine Axt gehört dir, bis zum Ende. Wir werden sehen. Oje, das hört sich aber noch nicht so einem geilen Plan an, was du da jetzt wieder ausgeheckt hat, der König. Aber wir schauen mal. Hier hat man noch ein bisschen leckeres, hier ein bisschen Fleisch, Leute. Leckeres Essen, wenn ihr Bock habt, ne? Also greift einfach zu hier. Ich werde mich später auch dazu gesellen und mir ein leckeres Steak nehmen und ein bisschen Brot. Aber ich bin nicht hier, um zu feiern gerade. Ich bin hier, um ein bisschen mit den Leuten zu quatschen. Aber ihr könnt, wie gesagt, schon mal gerne Platz nehmen, ein bisschen trinken, ne? Skoll, auf euch, Mann, auf euch. Hi, Tam, richtig? Ja, und du bist Eivor? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Bassim. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Teklas Met fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Okay, einer, der nicht so gerne spricht hier oder nicht so viel. So, mit dem können wir dann noch quatschen. Da können wir noch hier mit ihm quatschen. Du bist Bassim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Und du keinen Met. Darf ich das beheben? Sigurd sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm. Einen gefeierten Krieger. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Bassim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Hagia Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen. Doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an. Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen. Genieße deinen Abend, Bassim. Ja, genieße ihn und trink ein bisschen Mehl mit uns. Was ist denn los, ey? Eine schöne Party, was haben wir hier? Nichts, nichts, nichts. Und dann auf zu unserem Bruder, würde ich sagen. Wir haben mit allen gequatscht. Ja, haben wir. Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist das? Noch nicht. Erst trinken. Natürlich. Auf meine erste Nacht in Fornberg nach über 2 Wintern möge ich am Ende Met trunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschreien. Und du willst, dass ich diese Honigwellen mit dir befahre? Ja, du wirst mich nicht los. Und jetzt trink. Skoll. Du würdest selbst Thor beschämen. Ich hätte sanfter mit dir umgehen sollen. Du machst aus allem einen Wettbewerb, das ist ein starkes Zeug. Ich hätte sanfter mit dir umgehen. Ja, komm ein bisschen hier. Vergib mir. Am Tag deiner Rückkehr hätte ich dich gewinnen lassen sollen. Du solltest mich anfangen lassen. Gibt es jetzt hier ein Wetttrinken oder was? Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Bassim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Kommt. Nun zu deinem Geschenk. Jetzt bin ich mal gespannt, was du uns gibst. Diese Männer waren meine Hirten. In einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe,
für den besten Krieger, den ich kenne. Was haben wir hier denn Schönes? Die sind ein bisschen besorgt, die anderen beiden. Ich glaube, die verraten uns nicht. Sieht harmlos aus. Keine sehr bedrohliche Waffe, oder? Ein Armschutz mit einer winzigen Klinge. Sie mag nicht nach viel aussehen, doch jene, die ihre Wirksamkeit unterschätzen, sind oft die Ersten, die durch ihren Stich sterben. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an. Okay, bin mal gespannt. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Gefällt mir. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Eivor. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Müssen wir jetzt ernsthaft das Probe kämpfen, oder was? Versteckte Klinge erworben. Folge Sigurd. Okay, let's go. Müssen wir jetzt hier mit unserem Bruder kämpfen oder mit den zwei einander? Euer Clan, hat er einen Namen? Für wahr. Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehende nicht zu viel zu verraten. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben könnten. Ich freue mich drauf. Übe Komm, mit der versteckten Klinge. Ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Okay, bin mal gespannt. Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Okay, Attentate. Drücke RB. Okay, auf ihn, oder was? Ja, und dann? Hä? Wie? Ach so, oh mein Gott. Verstehe. Schön gemacht. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Schweres Ziel. Manche Ziele sind sehr als andere und können nicht mit Attentaten eliminiert werden, wenn ihre Stärke zu hoch ist. Naja, okay. Ja, und das heißt? Greif dieses von der Kante aus an. Warte, von der Kante? Was? Attentate vom Rand aus. Wenn du an einer Kante hängst, kannst du versuchen, ein Attentat auf einen Gegner über dir auszuführen. Wie, also hier oben oder was jetzt, oder? Nee, warte mal, ich muss hängen. Ah, nee, nicht ganz runterspringen, Junge. Ah, nicht so gut, jetzt. Oh, shit. Alter, wie geil. Wie wär's mit einer Herausforderung? Spring von oben auf das Ziel. Ich soll von oben auf das Ziel springen, ja? Wollt ihr das? Ja, das war aber nicht gerade richtig. Ja. Müssen wir noch ein bisschen üben, die Steuerung hier mit dem Controller. So, die erste Folge mit dem Controller, Leute. Verzeiht mir bitte. Ich werde mich bessern. So, von oben herab, oder was? Oh, nein! Oh, das hat gezählt. Das hat gezählt, okay. Gut, ein bisschen runtergefallen gerade. Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesem Heuhaufen an. Ah ja, von hinten oder was? Aus dem Heuhaufen heraus? Okay, warte mal. Ja, ganz genau so. Ja, geil, Alter. Okay, habt ihr noch mehr Tricks, Jungs? Ich fühle mich schon wie ein krasser Krieger mittlerweile. Hat Eivor vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält er dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Heitam, schweig. Du führst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit seinem Geschenk allein. Komm. Ja, danke für die Einführung. Eivor, ich trau gehen den irgendwie wir zum nicht. Hafen und genießen die Nachtluft. Lass dir Zeit mit der Klinge. Okay. Also ich kann einfach mit RB halt verschiedene Taktiken quasi dann... Ja gut, das ist jetzt eigentlich selbsterklärend, ne? Also muss man jetzt hier nicht irgendwie... Keine Ahnung, kann man jetzt... Ja...
Ja, das ist eigentlich alles klar, ne? Können wir weitergehen, ne? Ist für mich alles selbsterklärend. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Okay, also ich muss sagen, ich traue den beiden nicht, ne? Sie sind so ein bisschen verräterisch, finde ich. Oh, wie habe ich diesen Geruch vermisst? Bleibst du jetzt hier oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, deinen Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich, alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück. Quest abgeschlossen. Die Rückkehr des Prinzen. Die Nornir haben gesprochen. Du wirst Sigurd Nein, verraten. Nein, du irrst dich. Das kann nicht stimmen. Ah! Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Du wirst Sigurd verraten. Scheiße. Kjötvis Krieger. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Wie, werden wir jetzt angegriffen oder was? Zwei Fertigkeitspunkte. Scheiße, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von Assassin's Creed Valhalla. Endlich ist unser Bruder von der langen Reise zurück. Außerdem hat er neue Freunde mitgebracht. Ob wir denen vertrauen können, das erfahren wir wahrscheinlich im Laufe der Story. Außerdem haben wir eine neue Waffe bekommen. Ziemlich krass, würde ich sagen. Und mal schauen, wo wir die überall einsetzen können. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. In der nächsten Folge. Bis dann, euer Luzi.